Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, Freunde, beim letzten Mal haben wir ja die erste Harkonnen-Basis hier platt gemacht, hier oben. Und jetzt würde ich da sagen, geht's weiter gegen die Harkonnen, während die sich hier mit den Atreides zoffen. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, klicken wir mal da drauf. Ihr habt Kommando für uns erobert, euer Wert für uns ist gestiegen. Die Ordos sind körperlich schwach. Das ist kein Geheimnis. Wir sind abhängig von künstlichen Hilfsmitteln. Extrem teuren Hilfsmitteln. Unser Ausbruch gilt, deshalb handeln wir mit verbotenen ixianischen Technologien. Ich selbst stelle eine solche Technologie dar. Ein Außenposten von Schmugglern unserer Partner will seine Kenntnisse betreffs unserer Ressourcen an das Haus Harkonnen verkaufen. Das muss verhindert werden. Nehmt Siege Stab herein. Holt euch Geiseln, nehmt Frauen und Kinder aus dem Außenposten. So lautet der Auftrag. Über Kenntnisse zu verfügen ist gefährlich. Sowas muss kontrolliert werden. Das ist die Lektion. Ach du Scheiße, Freunde. Ja, wie ihr seht, die Orders, die sind ziemlich technologiebasiert und der Typ, der komische, der uns die Aufträge gibt, der ist auch so ein Hybrid-Typ. Also eine Mischung aus Mensch und Maschine und sehr teuer, wie er sagt. Und ja, wir sollen jetzt einen Außenposten hier im Siege Tarbr erobern. Das ist auch mit den Atreides der Fall gewesen, waren wir auch mit in Siege Tarbr. Da hatten wir das erstmal mit den Fremen zu tun gehabt und schauen wir mal, was wir hier kriegen. MBF auf jeden Fall. Die Pioniere, das sind ja die Einheiten zum Erobern. Kampfpanzer, jawohl, Freunde, endlich. Schwere Waffenfabrik, Werkstatt und das war's. Alles klar. Allerdings, Freunde, sehe ich hier, dass ich mal wieder keinen Sound habe. Also, ja. Speichere ich das mal und dann sage ich mal bis gleich, ne? Also bis gleich. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Und ja, wie gesagt, willkommen zu dieser neuen Mission hier. Und warum das jetzt hier so ein bisschen langsam läuft, muss ich noch mal kurz gucken. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Siege Tavre angekommen. Und wir müssen hier einen Außenposten erobern. Alles klar, Freunde, würde ich sagen, mache ich das. Allerdings, Freunde. Ja, nö, mache ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich noch einen Soundtest machen, aber ich glaube, das passt soweit. Ja, wie gesagt, also, willkommen zurück bei Dune 2000. Und bei der neuen Mission hier. Konstruktion So, bereit. das ging jetzt aber. Neue Bauoption, alles klar. Ja. Keine neuen Drogenoptionen diesmal. Und ja, Freunde, wie gesagt, vierte Mission der Ordos und hier oben ist schon was. Da gibt es folgendes. Ich habe folgendes zu sagen, und zwar, ich habe die Mission schon mal angespielt. Hab die eigentlich auch schon durchgespielt und dann gemerkt, dass mein Aufnahmetool, warum auch immer, nur Bilder aufgenommen hat. Das ist scheiße. Und genau deshalb werde ich jetzt auch öfter speichern, um einfach, ja, Zwischenspielstände zu haben, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Und ja. Ich habe es mir hier wieder schön gemütlich gemacht an diesem Samstagabend. Es ist mittlerweile. Wie viel Uhr ist? 11 Uhr ist. Okay, ja, gut. Ich werde jetzt 1,5 Stunden aufnehmen. Quasi für die nächste Woche. Also 2 Missionen sind das ungefähr. Und ja, habe mir wieder ein schönes Kühl-Kaltgetränk bereitgestellt. Und zwar ein Schiffhofer Grapefruit. Sehr leckeres Getränk auf jeden Fall. Und ja, davon nehme ich jetzt erstmal einen Schluck.
Ah ne, die Raffinerie ist schon fertig, okay. Alles klar. Gut, dann stellt ihr euch mal da hin. Neue Bauoptionen, ja. Baue ich da die nächste Energie hin? Da vorne? Ja, wie gesagt, ich kenne die Map wohl, ne? Ich habe sie ja schon mal angespielt, die Mission. Und, jo. Würde ich sagen, schick den Raider mal da hinten hin. Aber, Freunde, das ist jetzt im Solek, das gefällt mir nicht. Deshalb mache ich noch mal ganz kurz einen Check. Also, bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. ja, also, das läuft also eigentlich. Ich bin jetzt ein bisschen halt sensibilisiert. Also, nimm es mir nicht übel, wenn ich da jetzt ein paar Mal öfter schneide. Aber ich habe halt keine Lust, diese Mission wieder umsonst zu spielen. Und, ja, also umsonst heißt, dass er jetzt quasi dann nur Bilder aufnimmt. Und das ist scheiße, Freunde. Das wäre richtig scheiße, wenn das passieren würde. So, ich muss einmal ganz kurz... Entschuldigung, Freunde, ich musste kurz niesen. So, jetzt nehme ich aber einen kleinen Schluck auf euch. Ah, das ist gut. Das tut gut, Freunde. Das tut gut. Konstruktion bereit. Alles klar. Und macht das einfach. Gibt noch folgende Sache zu sagen. Ja, ich habe noch eine Sache zu erzählen. Und zwar, ich musste die letzte Mission nochmal neu spielen. Weil der dritten Mission, der hat ja nur Bilder aufgenommen und da habe ich dann meinen Spielstand überschrieben für Mission 4 und dann war alles weg. Das ist natürlich nicht so doll, ne? Da krockst der Wurm rum, okay. Konstruktion bereit. Und ja, da habe ich jetzt 10 Minuten für gebraucht. Ich habe die im Highspeed-Modus gemacht, die Mission. Und, ja, deswegen bin ich gerade ein bisschen, war ich ein bisschen genervt, aber das ist jetzt wieder vorbei, Freunde. Weil wer kann schon lange böse auf dieses schöne Spiel sein, ne? Ich kann's nicht. Ganz ehrlich. Ist einfach zu geil, als dass man darauf böse sein kann. So, Freunde. Würde ich mal sagen, baue ich jetzt hier, rüste ich das auf und baue jetzt die nächste Raffinerie, Freunde. Damit man auch ja genug Geldzufuhr hat. Und, ja, genau, also diese beiden Sachen hier, das sind Durchgänge. Da, wo der Wurm wieder rumscheißt. Also, ja, da aufpassen. So, die neuen Bauoptionen. Keine Drogenoptionen. Ah, und ich habe noch einen Tipp erhalten. Und zwar der Flying Dragon Games. Der hat mir erzählt, dass das mit den Waffenfabriken hier doch was bringt, wenn man da mehrere baut. Dass die Einheiten da doch schneller produziert werden. Das wusste ich jetzt nicht, ist mir auch noch nicht so aufgefallen, um ehrlich zu sein. Aber wenn das so ist, dann werde ich natürlich von jetzt an mehrere Waffenfabriken gleichzeitig bauen. Und was versucht er da? Was versucht er da? Jag den mal bitte. Der geht auf einen Bauhof, krass. Wie unverschämt kann man sein? So, weg damit, Freunde. Weg mit dem. So, dann stellt euch mal da hin, bitte. Schon unterwegs. Jawohl. So. Als Kind habe ich immer verstanden, hier hilfsbereit. Bei dem wir sind bereit. Das ist ziemlich lustig. Ist so ähnlich wie bei Command & Conquer mit dem Arzt. Der hat ja gesagt, setze mich im Arsch. Und der, ich habe da immer verstanden, setze mich im Marsch. So, und ich habe immer verstanden, setze mich im Arsch. Ach, das sind so Spielstimmen, Freunde, die... Ja, das ist einfach manchmal grandios, diese Spielstimmen. Warnung, größerer Truppenverband. Ach, nö, Leute. Ich habe keine Lust, ich will dich. So, bau direkt mal ein Quad. Alles klar, Freunde, dann ist das nächste Projekt jetzt die große Waffenfabrik. Und zwar im Zweierpack. Passt das überhaupt? Ich glaube schon, oder? Ja, das sollte passen hier. So, okay, dann. Den schafft ihr, ja.
Ja, da krieg ich Verstärkung, okay. Konstruktion bereit. Alles klar, Freunde. So, Einheit bereit. Den einen Quad tue ich mal hierbei. So, Freunde. Würde ich mal sagen. Oha, tatsächlich. Dann nehmen die mal den Kampfpanzer. Das habe ich nämlich bei der verkackten Aufnahme auch gemacht. einfach drüber fahren hier. Zack. So. Ach du Kacke. Wie viele Mannequin? Hui, nicht schlecht. Einfach drüber fahren, komm. Die können gegen Kampfpanzer nicht viel ausrichten. So, mach mal die große Waffenfabrik. Genau. So, dann fahr einfach mal da drüber, komm. Ich nehme jetzt zweite Panzer und fahr einfach mal hoch. So, zack, zack. Blutbad hier. So, Freunde. Und hier aufpassen, die Würmchen. Die kroxen gerne mal hier in der Ecke rum. Das heißt, die klauen gerne meine Sammler. Und das ist ärgerlich. Das ist mir nämlich in der anderen Aufnahme schon mal passiert, dass die mir die Sammler geklaut haben. Und das ist doch ziemlich nervig. Gut, Freunde. Würde ich mal sagen, zwischenspeichern und mal kurz einen Aufnahmecheck machen. Also bis... Jo, Freunde, bin ich wieder. alles okay? Also kein Problem mit Aufnahme und so. Und Lags und Bildern und so. Also jetzt scheint es wieder zu laufen. Gut. Das heißt, dann brauche ich jetzt erstmal keine Checks mehr zu machen. Wird gebaut. Schon mal ganz gut. Machen wir mal einen Quad. Ich hätte nämlich noch gerne eine zweite große Waffenfabrik. Ah, wenn das irgendwie von dem Platz her passt, werde ich die bauen. Weil ich möchte schon schneller die Panzer haben hier. So, dann grade das mal ab. Wird ausgebaut. Konstruktion bereit. Oder brauche ich das überhaupt hier? Das Upgrade? Nee, nee. Doch, mach einfach. Ich upgrade erstmal alles ab. Mal schauen. So, ich baue jetzt einfach ein bisschen enger zusammen. Für den Außenposten, weil... Ja, ich würde gerne den Platz noch nutzen, wie gesagt. Für eine zweite große Waffenfabrik. Und da ist der Wurm doch schon wieder. Kommt der zu uns? Ich glaube ja, oder ich befürchte es. Verdammt, ja. Okay, dann fahrt mal nach Hause, bitte. Bringt mal eure Kohle weg, solange der Wurm da rumkrotzt. So, die neue Bauoption, aber jetzt hier die Werkstatt, alles klar. Gut, Freunde, wie gesagt, also vielen Dank, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Dune 2000. Und wenn euch seht, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen, Freunde. Und ja, dann kommt hier unten die Werkstatt noch hin. Und dann habe ich hier tatsächlich noch Platz für zweite Waffenfabriken. Das ist doch mal mega nice, oder? Das ist doch mal nice, ja. Kann ich nämlich schneller die Armee ausheben. Ja, ja, ist ja gut. So, Einheit bereit, jawohl. Alles klar, Freunde. Gut, Karte erkunden, Freunde, lasse ich erstmal. Das mache ich erst, wenn ich meine Angriffsarmee fertig habe. Zumindest hier in der Mission ist das ein richtiger Krampf. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld, ja, ich weiß. Deswegen mache ich jetzt auch die Spielgeschwindigkeit hoch. So. Damit ich mal ein bisschen mehr Kohle kriege hier. Weil das Ding, das kostet nur 800. Und naja, der Sammler, der wird leider nicht fertig. Aber drei Sammler zu haben ist immer gut, Freunde. Drei Sammler sind immer gut. Das hier wird fertig. Jawohl, Freunde. Sehr schön. Und Energie. Scheiße Energie, ey. Zu wenig Energie. Gott. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon die Spielgeschwindigkeit wieder runter. So, dann mach den mal kaputt da. Buff. So. Der Sammler, der muss unbedingt fertig werden, der dritte, ey. Das dauert so lange hier. Sammel mal schneller. Du sollst hier sammeln. Was machst du denn da? Was versucht er da wieder? Nichts, okay. So, dann beweg dich mal vernünftig da. Zack. Und so geht's. So, fahr da einfach drüber. Ah, easy as that. So.
wird gebaut. Dann bauen wir die Energie, Freund. 98%. Ah, da hätten sie auch mal 5 gerade sein lassen, oder? Können, oder? Konstruktion begann. Ah, finde ich auch, aber... Was willst du machen? Das Spiel ist nicht so gnädig hier. Nee, nee. Zu wenig Energie. Ja, ich mach ja schon. Hör auf zu meckern. Konstruktion bereit. So. Ja, das macht schon Spaß, Freunde, oder? Das macht schon Spaß. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt diese Mission aufnehmen kann, aber es sieht gut aus, Freunde. Es sieht gut aus. Ja, 3 Sammler im Einsatz. Gleich baue ich die 2. Waffenfabriken. Und dann geht das voll schnell hier mit der Armee aufbauen, oder? Ich müsste eigentlich auch noch einen davon bauen. Ne? Ja, mach mal. Mach mal. So, die Kohle hier wird später ausgehen. Deswegen habe ich auch 3 Sammler gebaut, weil die dann längeren Weg haben werden. Und das möchte ich irgendwie überbrücken. Konstruktion bereit. So. Gut, dann können wir jetzt wieder normal in Normalgeschwindigkeit bauen. So. Ja, sure. So, fahr da mal drauf. Ah, okay, nö, nö, reicht schon. Reicht schon, alles klar, Freunde. Hier, 5, 6. Ja, das passt. Sehr schön. Das passt für noch 2 Waffenfabriken. Sehr schön, Freunde. Gut, 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 gut. Okay. Dann. Weil am Ende ist es definitiv schneller, einfach 2 Waffenfabriken zu bauen und dann die Einheiten. Anstatt direkt die Einheiten zu bauen, aber dann dafür langsamer. Ich glaube, das lohnt sich mehr, wenn man da 2 Waffenfabriken baut. Hä? So, dann brauchen wir noch eine kleine. Und du fährst nicht wieder ans andere Ende der Welt. Ich weiß nicht, warum fahren die immer so weit weg? Haben die irgendwie... Fernweh oder was? Naja. Ich würde sagen, ich trinke mal einen Schluck auf euch. Bestes Getränk, Freunde. Bestes Getränk, Schiffe auf Grapefruit. So, alles klar. Ich weiß nicht, ist einfach lecker, weil bei mir muss es halt nicht reinhauen mit dem Alkohol. Es muss einfach lecker sein. So. Genau. Dann würde ich mal sagen. Fahr schneller, verdammt. So, fahr einfach dahin. Alles klar. Kann hier noch die nächste Waffenfabrik hin und dann habe ich es auch schon. Bosch, bau währenddessen nochmal ein Quad. Ich fange schon mal an mit dem Aufbauen. So, sehr schön, Freunde. So. Dann Spiel speichern. Spiel gespeichert. So, geil. Haben wir hier die nächste Waffenfabrik und dann passt das. Ja, es geht tatsächlich ein bisschen schneller, finde ich. Mit den Quads. Ich weiß nicht, ob das jetzt doppelt so schnell ist, aber zumindest 30% schneller oder so. Das kann sein, ja. Das kann sein. Ah, da kommt er wieder. Da versucht er wieder irgendwas. Stell mal die Manneken auf den Sand. Ja, der versucht nämlich wieder irgendwas. So. Weg damit. Was hat mal kaputt da? So, zack, zack. Oh, Kampfpanzer. Okay. Ja, dann, keine Ahnung. Ihr schafft das schon, ja? Ihr macht das schon. So. Ja, wie gesagt, es scheint euch jetzt so gefallen, wie ich die Sounds nachmache. Aber das ist einfach mein Spielstil, Freunde. Ich liebe einfach diese Sounds hier und deswegen, ja. Mache ich die halt gerne nach, ne? So, dann stellen wir die Manneken da hoch. Sehr gut, Bats. So, dann würde ich mal sagen, schnappe ich mir mal hier einen Raider und fahre mal rein da. Ah ne, nicht da, weil da stehen 3 Trikes drin. Ja, wie gesagt, ich kenne die Mission schon. Oh Gott. Ah, natürlich. Zu wenig Energie. Ach Mann, ey. Scheiße. Der sagt das auch so abgefuckt, ne? Zu wenig Energie. Naja. Ist ja auch egal. Da bauen wir die Energie einfach nach und dann ist gut. Ich habe ja noch ein bisschen Platz hier. In der Ecke da oben. Oh, seht ihr das? Hier sind es nämlich alles verkrustet, sag ich einfach mal so. Also überall diese Felsvorsprünge.
Der kommt dann halt wieder nicht durch. Ah, doch. Sehr schön. Alles klar, Freunde. Korrekt. Kann ich mal hier ein bisschen... bisschen erforschen. Ja, versucht er wieder... Ja, der versucht wieder. Ja, lasst euch abballern. Ist okay. Ihr habt keinen Bock mehr da drauf. Ja, ich... Na, super. Ich verstehe das schon. So, jetzt mach mal so. Zack. Sehr schön. So, uff. Sehr gut. Ja, die Panzer, die laufen echt schneller vom Stapel. Das ist schon mal sehr gut, Freunde. Das ist sehr schön. So. Bist du mal da unten hin, bitte? Oh, jetzt macht er aber hier Stress, weil ich hier ein bisschen erkundet habe, seht ihr? Wenn ich erkunde, kommt er mit mehr Einheiten angeschissen. So. Uiuiui. Sehr schön. Endlich hat der Wurm mal geholfen. Ja, dann... Wurm, helf mir mal bitte. Der fährt vorbei. Nein. Ja, sehr schön, Freunde. Da haben wir es endlich mal gesehen. Da haben wir es endlich mal gesehen, dass der Wurm auch uns helfen kann. Sehr gut. Hoffentlich hat er jetzt keinen Hunger mehr. Aber das sieht nicht so aus. Der hat immer noch Hunger. Oh Mann. Der hat Hunger auf Sammler, habe ich das Gefühl. Sammlerwurm, hä? So, mach mal schneller. Ich weiß nicht, warum du unbedingt die Sammler haben willst. Schmeckt das Metall besser oder was? Ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt hier Metallgeschmack Spezial oder was? Naja, egal. Oh, du kannst doch direkt mal dahin fahren, genau. So, dann warte ich erstmal ab, bis der Wurm hier... bis der Wurm hier abhaut. Gibt nichts mehr. Bestellungen werden nicht mehr angenommen hier. Verdammt. Einheit bereit.